Genau. Ich habe es nämlich endlich mal gepackt, dass ich die Live-Map vom Truckers Book mit hineinnehmen könnte. Das heißt, selbst wenn du bei mir in der Spedition mitfahren würdest, würdest du auch da angezeigt. Musst aber keine kostenpflichtige Version dann quasi haben. Sondern es sind einfach nur die Fahrer, die da mitfahren. Und das war ja das Wichtigste. Da kann man sie alle auf der Karte sehen. Ja. Ach, gleich geht's wieder über diese berühmte. Nee. Noch nicht Grenze. Aber wie gesagt, die Funktion mit der Map, das haben wir jetzt erst seit heute. Habe ich heute Morgen noch experimentiert. Wir haben jetzt auch, wieder gesagt, noch eine neue ETS-2-Szene, also die haben wir jetzt auch noch ein bisschen überarbeitet. Ein bisschen anders da dargestellt. Jetzt kommt bald noch, deswegen sollte auch bald ein Mod auch aktiv sein. Oder da sein zumindest, weil wir haben nämlich dann ein Tourenrad. Das Glücksrad, was ja, na, mit den Subs und den, was da drauf stand. Wir sind seit Wochen auf einer anderen Map. Schon wieder? Also habt ihr nochmal gewechselt? Weil ich habe heute Morgen im Discord nochmal was gelesen, aber also ich sag mal so, ich hab's überflogen. Weil ansonsten schickst du mir gerade nochmal privat den Link für die Mods von einem Server und dann lade es mir einfach schnell runter. Aber wie gesagt, wenn es wieder eine neue Karte ist, umso schöner. Ach so, ja, das Projekt, ja gut, das habe ich mitbekommen. Also das Department of, das habe ich mitbekommen. Ihr habt ja den Schwierigkeit auf schwer, ne? Mit jedem seinen eigenen Hof. Also wie gesagt, 8 Stunden haben wir ja heute geplant mit dem Stream. Es wurde ja auch schon eingelöst, 45 Minuten heute länger zu streamen. Also wie gesagt, wir fahren jetzt heute noch ein paar Touren. Aber wir können da gerne auch nochmal. Ich weiß nicht, wie es zeitlich heute bei dir aussieht. Bist du noch da? Inwiefern? Sonst hätte man einfach noch einen kleinen Talkstream. Okay. Ja, da. Jo. Nee, ich meine jetzt mit dem Anzocken. Weil ich komme ja bestimmt nur als Lohner oder als Lohner rein.
Meinst du? Ah, okay. Ja gut, dann passt das ja. Weil dann kann ich bis dahin ja auch noch ein paar Aufnahmen machen mit ETS. Ja, dann passt. Ah, da freue ich mich auf jeden Fall. Ja. Oh, toll. Gleich mal wieder. Wollen wir beschleunigen und dann hat man gleich wieder den Salat hier. Ach Mann. Ich bin immer noch gewöhnt, dass ich hier am Lenkrad, da wo die Fanfare drauf ist, dass ich das immer noch so als Referenzpunkt für die, für den Blick da habe. Zum Einfrieren, aber der ist ja drunter. Nachfragen. Oh je. Ja, kaputt machen. Das geht. Kaputt machen. Das kann ich gut. Ja, werde ich mal anschreiben. Aber ich glaube, das Einzigste, was ich dann bei euch anfangen würde, wäre dann das Projekt mit den, mit dem Weinbau oder so. Naja, mal schauen mal. Mal schauen mal. Ich guck mir erstmal alles an. Aber erstmal so sein eigenes Geld zu verdienen. Ah, okay. Verdammt. Ja, wie ist denn das sonst so geplant? Ich meine, hast du dann, wenn ich dann komme als Lohner, kann ich ja quasi mein eigenes Geld verdienen für die Maschinen, die ich brauche oder haben will? Wenn ich dann einen eigenen Hof gründen möchte, oder wie ist das? Oder sind schon vorgegebene Höfe dann da? Weil wie gesagt, ich kann mich eigentlich auch nur um die Felder kümmern. Weißt du was, wir machen es am besten. Lass uns doch um 14 Uhr einfach hier bei mir auf dem Discord einfach schnacken, wenn ich mir dann alles runtergeladen habe. Das wäre dann besser. Passt das ja. So. Weil dann kann ich nämlich, dann können wir später mal gucken, was noch frei ist. Achso. Na, schauen wir einfach mal. Boah, Junge, 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 20 Tonnen da auf dem Buckel sind aber ganz schön heftig, ey. Alter Falter, ey. Sag mal, hat der meine... Ach ja, deswegen... Der macht die Liftachse nicht runter, auch geil. Super. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum. Ja. Warum braucht er so lang? Alles klar, so ist. Boah, das passt ja dann. 14 Uhr, ganz gemütlich. Ich glaube, bis dahin sind wir nämlich dann auch unten. Das heißt, wir haben dann noch schöne Aufnahme. Ja, toll, toll. Das passt.
Ja. Also wie gesagt, dann haben wir auf jeden Fall was für Baller. Für die nächsten Wochen. Und dann können wir ganz gemütlich dann noch das LS-Projekt, was donnerstags immer ist, mit Tobi, Sus, Manu und mir. Ist immer leider so, dass donnerstags entweder muss ich arbeiten, dann kann ich nicht dabei sein. Oder wenn ich donnerstags dann frei habe, dann haben wir meistens immer LFM gezockt. Was eigentlich auch so ein schöner, gemütliche Runde für uns alle ist quasi. Sage ich mal, zum Ausgleich. Zum Lachen. Die beste und fairen Preise. Lukas, moin moin mein Lieber, schön, dass du da bist. Na, alles klar bei dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Das ist doch schön. Ja. Mein Lieber, auch für dich als Mod, es gibt eine neue Funktion als Kanalpunktebelohnung. Live-Map. Dass man sehen kann, wo ich bin. Ist dann quasi für 30 Sekunden, kommt es ins Bild rein und verschwindet dann auch wieder für eine Minute. Hat einen Cooldown von, ja. Also wenn du noch langsamer fährst, dann klaue ich dir die Scania-Teile und baue sie bei mir ein. Mercedes mit Scania-Teilen fährt sich bestimmt auch geil. Ja, aber wie gesagt, wir sind auf dem Weg nach Le Havre. Wenn du mitten in Discord schnacken willst, kann ich gerne auch dazukommen. Justin ist auch da, kommt gleich wieder. Und ja, also wie gesagt. Und ich habe oben links ein Display auch noch immer, es blendet immer so kurz ein. Das letzte YouTube-Video, was quasi hochgekommen ist, ne, was ich da produziert habe, wird auch automatisch noch mit eingeblendet. Hoppala, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So. Also ich bin wenigstens froh, dass der Auftragsinfo, dass das mit dem Live-Mapping, Live-Trip, ja, Live-Map funktioniert. Jetzt bin ich noch mit dem Programm zugange, das läuft auch über Android. Weil mein liebes Handy hat sich nämlich aufgehangen mit dem Trucker-Timer, also dem realistischen digitalen Fahrtenschreiber. Realistisch. Ach. Einen digitalen Fahrtenschreiber. Soll ich auch noch was dazu mal klären, oder? Ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar nennt sich das, wenn ihr auf Google Play Store geht, heißt diese App Trucker Timer. Also, das ist zusammengeschrieben, das Wort beides, also Trucker, großes T, Timer, auch großes T. Ist nicht für den Computer gedacht. Ja. Ach, WB. Sondern ist quasi für, ja, bevor es halt den richtigen, sieht halt so aus. Ist eigentlich sehr interessant. Wie gesagt, mein Handy hat sich gerade aufgehangen. Und je nach Tour oder je nach Kilometer, die er fährt, wir haben jetzt zum Beispiel, Moment, noch 1800 Kilometer drauf. Für eine Stunde, also 4 Minuten ETS Spielzeit, sind es eine Minute in Realtime. So, für 1500 Kilometer brauchst du 1,5 Stunden. Für 1000 Kilometer bist du knapp so bei 50 Minuten.
250 Kilometer, bist du bei 10 Minuten. Ja, ihr wisst, so rechne ich das Ganze. Ich glaube, ich müsste mal bei mir auf dem Discord so eine Tabelle einfügen, dass ihr mal diese Zeitrechnung da einfach geht. So. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn ihr nach der aktuellen Ruhe- und Lenkzeiten, wie gesagt, ist das Spaßfaktor, danach fahren wollt, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr mit 4,5 Stunden, 2 Stunden, 2000 Kilometer in ETS-Time, könnt ihr 2 Stunden von der Lenkzeit quasi abziehen. Klar, mit Pause dazwischen etc. Das funktioniert alles. Aber es geht nur mit den externen Aufträgen. Nicht mit der Frachtbörse vom Spiel. Wenn ihr das kombinieren wollt. Jo, du kannst eigentlich, du hast ja die direkt in den Channel, kannst ja direkt reinkommen. Also wenn ihr möchtet, dass ich das gerne mal bei mir auf dem YouTube-Kanal so eine Tabelle mache und euch das da mal auflisten tue, oder euch mal erklären tue, mache ich das gerne. Damit habe ich kein Problem. Allerdings sind halt jetzt... Was? Talk-Bereich? Kannst du doch. Der ist da. Geh mal in den Warteraum. Moin. 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 Das sind alle drei Busfahrer. Was fahren wir? Twok. Nein. So. Also wie gesagt, ist es eigentlich nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Aber ich sage euch gleich, es beansprucht sehr viel Zeit. Also wenn ich dann im Oktober meine 56-Stunden-Woche, was ja theoretisch komplett hat, so eine Woche mit dem Ruhe- und Lenkzeiten, dann geht das schon. So. Ja, aber wie gesagt, ich kann da gerne mal ein Video dazu machen. Dafür, dass es jetzt im Handy sich aufgehangen hat, finde ich es schade. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, das über das eine Tool, das ich mir damals, ich weiß gar nicht, wie das Programm damals hieß, was du auf von Google Play, dass du das auf dem Computer haben konntest. Simdash. Nicht Simdashboard, das nicht. Die Apps, die ich auf dem Handy hatte, die konnte ich dann quasi auch auf dem Computer benutzen. Das hat damals auch nochmal Nilsson1489, glaube ich, dass er das mal da erklärt hatte. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, weil das war eine super Unterstützung einfach, weil da habe ich nämlich meine FreeSims bei mir auf dem FreeSims auf dem Handy weitergezockt. So, räume ich keinen ab, das ist gut. Ja. Weil dann könnte ich nämlich auch, wenn ich das nämlich über den Streaming-PC laufen lassen würde, hätte ich nämlich die Möglichkeit, dann auch nochmal so ein kurzes für oben links unter dem letzten Video, was erschienen ist, das dann nämlich mal kurz einzublenden. Dass wir dann das nämlich, das wäre nämlich dann die letzte Szene, wie ich sagen würde. Also, ne, ihr wisst ja, vor Monaten habe ich gesagt, dass ich gerne links und rechts immer so gerne ein paar Kanalpunkte einlösen möchte, dass ihr seht, wie viel Zeit hat er noch, was der Auftragsstatus, Live-Trigger-Map. Ja, wie gesagt, Stück für Stück arbeiten wir uns dann quasi qualitativ dann hoch. Und wenn es dann mit funktioniert und es da keine Probleme gibt, dann will ich die Funktion mit hinzufügen. Vorausgesetzt,
Vorausgesetzt, ich kann das dann auch nämlich übers Handy steuern. Dass, wenn jemand zum Beispiel das einlöst, diesen Kanalbutton, sagen wir mal, Lenkzeit oder abgekürzt Lenk- und Ruhezeiten. Lenk- und Ruhezeiten. L-U-R. Dann weiß er ganz genau, wie viel ich da noch habe.